Die Europäische Gesellschaft für katholische Theologie fördert interdisziplinäre Zusammenarbeit und schafft Netzwerke, welche Theologie als wissenschaftliche und europäische Kraft sichtbar machen. 2011 wurde dieser internationale Kongress in Bratislava als Juniorkonferenz für Doktorandinnen und Doktoranden und in Wien am Campus der Universität Wien abgehalten. An dem wissenschaftlichen Gedanken- und Erfahrungsaustausch nahmen 300 Vertreterinnen und Vertreter aller theologischen Disziplinen und Forschungsgebiete teil. Thema der diesjährigen Veranstaltung war »An den Grenzen der Leiblichkeit – theologische und interdisziplinäre Zugänge zum Menschsein«. Mit diesem Thema sind viele aktuelle Fragen verbunden, der Umgang mit kranken Menschen, die Verbesserung des menschlichen Körpers mit Hilfe der Technik, der Umgang mit sich selbst und mit anderen in Ehe und Zölibat. Dass Theologinnen und Theologen trotz ihrem Blick zum Himmel mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Nach der Eröffnung des Kongresses durch ET-Präsident Reverend Eamon Conway und Vizepräsidentin Sigrid Müller begrüßte Vizerektorin Schnabel die Gäste im Namen der Universität. Mit einem Stipendium wurde die Siegerin des Aufsatzwettbewerbs für Nachwuchswissenschaftler geehrt. Erstmalig wurde auch der Preis für das beste theologische Buch in Europa der Jahre 2009 bis 2010 vergeben. Ausgezeichnet wurden François Vernet für Le Dimanche en déroute und Thomas Halik für Geduld mit Gott.